Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Graphus Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu World of Warcraft. Ja, Pre-Badge ist seit gestern drauf. Leider kam ich gestern nicht mehr dazu und ja, wisst ihr immer, wie das ist, wenn ihr WoW spielt. Bei jedem größeren Badge muss man dann erst sich irgendwie die Addons zusammensuchen, die neu einstellen. Gewisse Addons werden einfach nicht mehr fortgesetzt und. Das habe ich dann auch alles gemacht, damit ich euch da auch ein bisschen was zeigen kann. Ihr werdet schon gesehen haben, ich habe hier ein neues Chat-Banner drüber gemacht, alles ein bisschen aktualisiert. Ja, oben meine Titan-Bar, die funktioniert immer noch nicht, ein paar andere Addons funktionieren auch noch nicht. Die musste ich jetzt auch deaktivieren, denn sonst hätte ich extreme VBS-Einbrüche gehabt. Ich habe jetzt hier so circa 100, schwankt ein bisschen auf und ab. Wenn ich wirklich alles laden lassen würde, dann geht das runter auf 15 und ja, das will ich keinen zumuten. So. Aber euch interessiert ja natürlich, was ist neu? Und da klickt man gleich da drauf. Ja, was ist neu? Neu im Warlords of Draenor Pre-Badge ist Interface-Funktionen. Seht euch die neue Spielzeugkiste, die Taschenverbesserungen und das Materiallager an. Oh. Ja, da zeigt er dann gleich da drüben, wo das alles ist. Dann Suche nach organisierten Gruppen. Gruppen für Dungeons, Schlachtzüge, PvP und mehr auflisten und durchsuchen. Zack, da springt der Pfeil dann gleich rum, die Sprechblase, das ist dann hier drin. Aber, Moment, bevor wir das machen, was ist noch neu? Natürlich das dunkle Portal. Azeroth wird angegriffen, begebt euch in die verwüsteten Lande, um die Invasion der Eisernen Horde aufzuhalten. Das machen wir dann auch noch. So, hier gibt's jetzt einen neuen Button, Addons. Man kann jetzt hier gleich direkt im Spiel seine Addons da ja organisieren und alles. Ihr seht, alles was rot ist, sind veraltete Addons. Man kann sie über diesen Button laden lassen. Allerdings, wie gesagt, dann gehen die Frames extrem in den Keller. Also alles was rot ist, ist jetzt nicht aktiviert. Dann kann man jetzt einfach hier, keine Ahnung, hergehen und sagen, ja, das will ich vielleicht nicht haben. Klickt es weg. Dann sagt er, er fordert Neuladen, zack, klickt man einfach drauf, er lädt den Client neu und schon ist es geschehen. Sonst musst du mir immer ausloggen, da bei den Addons was umstellen, wieder einloggen, manchmal sogar den Client komplett neu starten. Erspart man sich jetzt hier alles und wie gewohnt, entweder alles aktivieren, alles deaktivieren und. Für die verschiedenen Chars kann man das natürlich auch machen. Ja, und ihr werdet schon gesehen haben, das ist nicht der Banda. Nein, ist es nicht. Hat den folgenden Grund, es gibt ja nicht nur den Pre-Badge zu machen, sondern, und das sehen wir jetzt hier im Dungeon Browser, es gibt jetzt einen neuen Dungeon, obere Schwarzfelsspitze, den man derzeit hier im Pre-Badge machen kann. Und ja, dort braucht man leider ein Gear von mindestens 510. Das habe ich mit dem Banda nicht. Das heißt, ich könnte mit meinen Hordenschamanen dort nicht reingehen. Aus dem Grund habe ich gesagt, ich mache das komplette Pre-Badge-Event mit meinen Allianz-Schamanen. Der ist ja um einiges besser ausgestattet, der hat schon 583. Ja, also kein Problem. In dieser Instanz bekommt man Gear von Item Level 550. Wäre natürlich eine super Verbesserung für den Banda, aber leider bringt nichts, wenn ich nicht rein kann. Ich müsste jetzt mal aufwendig da irgendwie Gear sammeln, damit ich überhaupt reinkomme. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade überhaupt nicht im Kopf, was der für ein Gear anhat. Ich glaube, das muss irgendwie bei 460, 470 oder so sein. Also es wird ein bisschen dauern. Rein mit dem verlorenen Insel-Equip, ja, wenn ich alles dort habe, maximal 496, denn höheres bekomme ich dort nicht. Das heißt, ich müsste ja noch in irgendwelche Raids oder sowas reingehen und ja, das wird einfach zu lange dauern. Und ich wollte euch jetzt diese Pre-Badge-Folgen nicht zu lange vorenthalten. Ja, was man noch sieht, was ich auch schon in einem anderen Video gesagt habe, ja, Item-Quetsch ist eingetreten, 92.000 Leben nur mehr. Ja, die ganzen Items wurden angepasst. Und ja, ihr seht, keine Trefferwertung, kein Waffenkunde oder sonstiges da mehr drauf. Weil die Werte gibt es jetzt natürlich nicht mehr. Die Werte wurden jetzt natürlich umgewandelt, entweder in Grid, Tempo oder Meisterschaft. Jetzt wird sich sicher einige fragen, ja, was ist denn jetzt gut für einen Verschärker-Schamanen? Da muss ich sagen, das tendiert jetzt eigentlich zu Tempo.
Ich habe ja vorher empfohlen, vor dem Rematch jeden Meisterschaft zu gehen, Meisterschaft und Tempo, aber wirklich mehr auf Meisterschaft zu setzen. Deshalb seht ihr es bei meinem Gear, ich habe 40,44% Tempo und 112,52% Meisterschaft. Wäre natürlich besser, wenn ich so mindestens 50% Tempo jetzt hätte, aber ja, mein Gear wurde halt ausgelegt auf Meisterschaft und ja, ich könnte höchstens noch ein paar andere Sockelsteine reinmachen, aber würde auch nicht so extrem, ja, Tempo jetzt hochpushen können. Ja, warum auf Tempo? Weil unsere Hauptangriffe jetzt von Tempo profitieren. Ihr seht, Sturmschlag hat eine Abklingzeit von 5,34 Sekunden. Normalerweise hätte der Sturmschlag 8 Sekunden oder 8,5. Aber durch das Tempo ist es natürlich gesunken auf 5,34. Das heißt, die ganzen Hauptangriffe profitieren jetzt von Tempo. Das heißt, je mehr Tempo, desto kürzer die Abklingzeit und desto öfter kann man das natürlich benutzen. Ihr seht hier, Lava Peitsche 7,48, Elementenfesseln 10,7, genauso die Schocks 4,27, 4,27 und ja, Blitzschlag hat schon immer von, also die Zauber haben schon immer von Tempo profitiert. Ja, hier auch Wildgeist und Totem des Feuerelementars, die profitieren allerdings auch von diesem Schmuck hier, garantierte Konsequenzen. Da seht ihr, verringert die Abklingzeit von 6 eurer wichtigsten Fähigkeiten um 54%. Wie gesagt, wenn ihr euch einen Schamanen hochzüchtet, wichtig ist zuerst Beweglichkeit, dann Tempo, dann Meisterschaft und dann die restlichen Werte. Ja, was gibt es hier sonst im Interface noch zu machen? Ihr seht, ich habe jetzt hier einige leere Plätze. Das heißt, es sind einige Fähigkeiten rausgeflogen oder wurden zusammengefasst. Und ja, unter anderem war das zum Beispiel dieses Sturmpeitschen-Totem. Das hatte ich zum Beispiel hier stehen. Oder ein paar andere Fähigkeiten, die man ehrlich gesagt eh nicht wirklich so oft benutzt hat. Ja, wurde mal ein bisschen aufgeräumt. Was noch weg ist, ja, es gibt diese Gerechtigkeitspunkte und Tapferkeitspunkte nicht mehr. Da hat man natürlich Gold dafür bekommen, pro Gerechtigkeits- und Tapferkeitspunkt 47 Silber. Ist zwar nicht viel, aber wenn man beide Werte am Cap hatte, waren das, glaube ich, ungefähr 3.500 Gold. Ist halt auch doch ein bisschen was. So, was kann ich euch noch berichten? Ja, hier im Dungeons und Schlachtzüge Browser einfach Dungeon Browser gehen. Klickt die hier hin, entweder wählt ihr einen spezifischen Dungeon aus, dass ihr sagt, ja, ich will mir aussuchen können, wo ich reingehe. Oder ihr löst euch einen zufälligen zuweisen. Oder ihr geht jetzt in das neue obere Schwarzschildspitze rein, dann klickt ihr einfach das an und zack, kommt ihr da rein. Ja, das waren jetzt so mal die Interface-Änderungen, was alles so neu ist und. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Stormwind. Und holen wir uns die Quest. Und in Stormwind kann ich euch gleich zeigen, was noch neu ist. So. Dauert jetzt ein bisschen. So. Ja, was noch neu ist. Wenn man jetzt über Charaktere fährt, ihr seht diese blaue Umrandung. Das heißt, das ist ein befreundeter Spieler. NPCs haben eine grüne Umrandung. Das ist ein befreundeter NPC. Und dann würde es noch die roten NPCs und Spieler geben. Das sind natürlich dann feindliche, die haben dann eine rote Umrandung. Das ist einfach so, um, ja, irgendwie, wenn jetzt irgendwo ein NPC eingekreist ist von Spiel und braucht man nur ein bisschen drüberfahren, sieht, oh, grüne Umrandung, ich habe den NPC gefunden und kann ihn anklicken. So, wir gehen da jetzt noch nicht rein. Es hat sich auch bei der Bank ein bisschen was geändert. Zwar nicht viel, aber immerhin. So. Ja, was ist noch weg? Umschmieden wurde komplett entfernt. Das gibt es nicht mehr. Aufwerten ist jetzt noch im Spiel. Kostet jetzt natürlich keine Gerechtigkeitspunkte mehr, sondern... ja, die hier. Geringes Amulett des Glücks. Also, einmal aufwerten kostet 50 Stück davon, ist recht billig und... ja, ich sag mal so, wenn man nicht so wie ich hier schon alles auf 4 von 4 aufgewertet hat und man hat viele von diesen Münzen, ja, dann kann man sich jetzt einfach locker flockig sein komplettes Gear aufwerten und
Ja, gewinnt so auch mal locker ein paar Item-Level dazu, falls jemand Item-Level fehlen. So, würde ich sagen, gehen wir mal kurz in die Bank. So. Ja, ich muss dann noch wieder da umschalten, dass ich mir da oben die Buffs anzeigen lassen kann. Das habe ich jetzt alles noch nicht bedacht. So, bevor wir jetzt den Banktypen anklicken, werde ich schnell ein paar Add-ons ausschalten und dann bin ich gleich wieder für euch da. Ja, und da bin ich auch schon wieder. So, ich habe jetzt die Add-ons für die Taschen und Bank ausgeschaltet, denn nicht jeder benutzt das und ohne Add-ons kann ich das natürlich besser zeigen. So, wenn man da jetzt natürlich seine Tasche aufmacht, geht so wie hier einzeln der Rucksack wieder auf. Wenn ihr alle Taschen auf einmal öffnen wollt, drückt ihr einfach Shift plus auf dieses Taschensymbol und dann gehen alle Taschen auf. Ihr seht jede Tasche einzeln aufgelistet, was drin ist und so weiter. Muss ich sagen, mir gefällt das da nicht irgendwie so. Ich habe es wirklich lieber, diesen kompakten Kasten, dass da alles, zack, in einen drin ist. Ja, was hat sich hier geändert? Was jetzt hier auch cool ist, es gibt hier so eine Suchfunktion. Zum Beispiel, da, diese Küstennebelreisnudeln. Geben wir das ein, Küsten. So, der Rest wird ausgegraut. Und das, was sich, was er mit diesem Namen gefunden hat, wird hell dargestellt. Das heißt, ich kann mich so schneller zurechtfinden, wenn ich wirklich vollgestopfte Taschen habe, so wie ich hier, gebe ich einfach ein, was ich suche und zack, er wirft mir das aus. Hatte ich bei meinem Taschenmod schon länger, ist jetzt hier auch standardmäßig in den Blizzard-Taschen vorhanden. So, Taschen aufräumen. Wenn das jetzt hier irgendwie so rumliegt, so, legt man das darüber, zack, seht ihr, er sortiert das alles dann auf Taschen zusammen. Das heißt, er fängt mit dem Rucksack an, dann mit der nächsten Tasche voll, die nächste Tasche voll, so dass da immer wirklich maximal Platz frei ist. Ja, werdet ihr sagen, ja, das ist ja jetzt nicht so cool, ich schlicht sowieso immer alles zusammen. Ja, aber jetzt, zack, braucht ihr nur da draufklicken und das Spiel macht das automatisch. Jetzt kommt man zur coolen Änderung, was man noch machen kann. Ihr klickt jetzt zum Beispiel auf diesen Taschensymbol da drauf, kommt ein kleines Menü raus, da steht an Tasche zuweisen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, keine Ahnung. Hier zum Beispiel kommt eine Ausrüstung rein, hier verbrauchbare Gegenstände und hier mache ich, ja, Handwerkswachs rein. Jetzt, zack, klicke ich hier wieder drauf, lass sortieren, legt er mir hier die komplette Ausrüstung rein, Sachen, die ich da zugeordnet habe, verbrauchbare Gegenstände. Und hier waren es Handwerkswaren. Habt ihr da schöne Auflistung und so weiter? Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, aber ich hätte gerne diese Tasche, würde ich gerne ignorieren. Ist das jetzt angeklickt? Ja. Zack, klicke ich drauf. Ja, nur das Problem ist, er kann es ja jetzt nicht machen, weil ich ja hier auch was zugewiesen habe. Also, zack, klickt man das weg. Interessant. Normalerweise müsste er jetzt alles aus dieser Tasche rausschmeißen. Interessant, hat vorhin gut funktioniert. Irgendwie funktioniert das gerade jetzt überhaupt nicht. Nein, er will es jetzt nicht rausschmeißen. Ah, okay, jetzt. Er legt nichts Neues mehr rein. Okay, hat auf dem BTR bislang das funktioniert, ist jetzt halt so. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel diese Tasche sperren und sagen, dort darf nie was reinkommen. Dort darf ich nur händisch was reinschieben. Ja, ist auch okay. Ja, wer es braucht. So, machen wir das zu. Das gleiche natürlich bei der Bank. So, das ist das normale Bankfach. Ja. Hopp, dann geh auf. So. Jetzt sind alle Banktaschen plus Inventartaschen offen. Wobei ich die aber zumache. Die will ich jetzt nicht offen haben derzeit. So. Das wäre jetzt meine komplette Bank. Da ist jetzt ein neuer Reiter dazugekommen. Das Materiallager. Habe ich schon gekauft. Kostet nur 100 Gold. Also spottbillig. Ihr seht hier riesengroß. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Also 14 mal 7 Fläche habt ihr hier. Und hier können alle Rohreagenzien eingelagert werden. So wie Kräuter, Erze, so wie diese Frostkugel, Stoff und so weiter. Sobald irgendwas aus den Reagenzien gemacht wurde, ist es kein Rohreagenz mehr und kann nicht mehr hier gelagert werden. So wie zum Beispiel, wo habe ich denn was? Gut, in der Bank habe ich, glaube ich, sowas gar nicht liegen.
Aber hier. So wie dieses, dieser Trank zum Beispiel. Da wurde schon was aus Kräutern gemacht. Das kann jetzt nicht mehr ins Materiallager leihen. Um nicht jedes Mal selbst zu suchen, oh ja, wo habe ich jetzt irgend so ein Rohreagenzien, haben die Entwickler natürlich mitgebracht. So ein Button hier hingeklebt. Und brauche ich eigentlich nur hier draufklicken und er sortiert mal alles ein. Natürlich habe ich ja schon das vorher mal gemacht, weil ich das einfach testen wollte. So, legen wir einfach da raus. So, zack. Und er hat sich's aus allen Taschen, auch aus den Banktaschen, zusammengesucht und hat jetzt alles hier reingeschmissen. Finde ich super, wurde endlich Zeit. Da muss ich sagen, dadurch, dass hier so viel Platz hat, spart man sich den ein oder anderen Bankjar jetzt natürlich. Und das Coole überhaupt, ja, ich musste immer umloggen, die Kräuter von meinen Kräuterjar holen, hierher schicken, die Kräuter, die Tränke machen und habe dann natürlich den Rest zurückgeschickt, damit ich mal mit dem Rest nicht die Bank vollstopfe. Ja, jetzt kann ich meine Kräuter und Stoffe oder sonst irgendwas hier alles sammeln, auch Verzauberer-Reagenzien und alles. Und hab die immer griffbereit, ohne dass ich umlocken muss. Also finde ich auch wieder Top-Änderung. Hätte ehrlich gesagt schon bei Addons früher kommen können, denn Addons dazu gab es ja schon genug. Und jetzt hat Blizzard endlich auch da auf diesen, ja, keine Ahnung, Zug aufgesprungen. So, das war jetzt dieses. Dann habe ich natürlich noch was vergessen. Ja, hier in diesen Reiter, wo ihr bis jetzt eure Haustiere und Mounts gefunden habt, die sind immer noch hier drin, Reittiere. Gibt es jetzt auch nochmal die Filter, kann ich mir anzeigen lassen. Was habe ich? Welche habe ich nicht? Brauche ich, na, geht so. Brauche ich dann zum Beispiel nur auf ein Mount klicken, das ich nicht habe? Hier wird mir genau angezeigt, wo bekomme ich es, was würde es kosten? Hier genauso. Was noch? Dann hier zum Beispiel ist der Allianz-Löwe dahinter, das heißt nur für Allianz, hier nur für Horde. Ja, klickt man einfach drauf, sieht man, aha, 500 Gold, wo gibt's das? Aha, Ackerbau und ehrfürchtig, zack, gehe ich dorthin und hol mir das. Das geht natürlich hier mit jedem. Also einfach irgendwas anklicken und schon seht ihr. Ja, es sind natürlich jetzt die WOD-Mounts auch schon drin. Da seht ihr, das ist das Reagenz, das dann mit Warlords of Draenor zum Beispiel gibt. Da steht auch dabei, Beruf Ingenieurkunst, weiß man auch Bescheid. So, das gleiche hier natürlich, Haustier, gibt es auch die Filter. Auch die ganzen Haustiere sehe ich auch. Aha, hier. So, was kann es? Und, ja, da steht zum Beispiel Hütschal. Das bekomme ich. Quest, Aufstieg eines Champions, Zone Eiskrone, Alter Rackhund, WoW-Shop. Also sehe ich auch gleich ganz genau, wo würde ich es bekommen. Das Sammelkartenspiel, also dieses DCG-Kartengame, da kann das dann dabei sein. Und der neue Reiter, die Spielzeugkiste. Ja, hier sind schon ein paar drin. Einige Spielzeuge wurden automatisch hinzugefügt. Manche Spielzeuge brauchte man nur rechts draufklicken und sie wurden der Spielzeugkiste hinzugefügt. Das heißt, durch das Zeug hat man jetzt auch ein paar Plätze wieder leer bekommen. Und die werden jetzt alle hier aufgelistet. Wenn ihr jetzt euer Inventar durchschaut und ihr habt zum Beispiel ja diesen Eilis Himmelsspiegel dann noch im Inventar liegen und unterhalb steht in roter Schrift bereits bekannt, dann könnt ihr das ohne Probleme einfach löschen, denn ihr habt es ja schon gelernt. Also ihr müsst das nicht unbedingt aufheben. Ja. Es gibt insgesamt 11 Seiten, also seht ihr, es gibt jede Menge Spielzeuge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 18 auf jeder Seite. Und auf der 11. Seite, ja. Moment, das ist ein bisschen laut. Also knapp 200 Spielzeuge gibt es derzeit. Auch hier wieder einfach drauf fahren, wenn ihr irgendwas nicht habt. Seht ihr, es ist ein Schatz, Sumpfleuchterstock. Wo bekomme ich es? Zone Schattenmontal. Also tue ich mich dann auch leicht, wenn ich irgendein geiles Spielzeug will oder schon immer haben wollte. So wie das hier. Oh, weiß ich. Okay, Archäologie, brauche nur Archäologie machen und ja, Geschichte hat sich erledigt. Hier genauso gibt's einen Filter.
Ich kann mir nur die Sachen anzeigen lassen, die ich schon habe, oder man dreht den Spieß um und lässt sich die Sachen anzeigen, die man noch nicht hat. Ja, das war die Spielzeugkiste. Das waren eigentlich so die größten Änderungen jetzt hier mal im Patch. Da wollte ich jetzt wirklich eine eigene Folge darüber machen, bevor wir wirklich an die Prequest gehen. Und ja, im Prinzip bräuchten wir uns jetzt nur mehr in die verwüsteten Lande aufmachen. Also wie gesagt, wenn man sich frisch neu einloggt nach dem Patch, dann sieht das Ganze so aus. Es steht hier auch gleich, was man tun muss, begleitet euch in die verwüsteten Lande. Also wenn ihr nicht wisst, wo bekomme ich jetzt diese Quest her. Ganz am Anfang, wenn man sich ganz frisch einloggt, kann man die Quest überhaupt gleich über dieses Fenster annehmen. Ich habe das natürlich weggeklickt, das heißt, ich muss jetzt direkt hinfliegen. Und das werden wir auch machen. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ja, diese Infofolge über den Pre-Patch-Inhalten hat euch mal gefallen. Denn bevor ich jetzt hier reingehe, beende ich mal diese Folge. Ja, falls es euch gefallen hat, lasst doch einfach eine Bewertung da und schaut im nächsten Video auch wieder rein. Also macht's gut, ciao, euer Graphos.